erzählen oder irgend sowas. Kannst du auch da? Ja, einen schönen guten Abend. Wir sind hier in einem exklusiven Ort auf dem Prenzlberg. Für viele sehr bekannt, Superlife Kiosk. Gast ist heute Abend der Ausstellende. Wir reden hier von Holger Biermann zu meiner Seite und mit ihm werde ich heute ein Gespräch führen. Mein Name ist Enno Kaufold, ich arbeite als freier Fotohistoriker, kenne Holger Biermann schon eine ganze Weile und schätze seine Arbeit sehr. Und insofern bin ich auch seiner Bitte nachgekommen, heute Abend dieses Gespräch zu führen. Und vielleicht gleich mal zur ersten Frage. Wir haben uns ja viel unterhalten schon, aber was mir bisher noch nicht so ganz klar geworden ist, wie ist denn das eigentlich mit Ihrem Fotografieren angefangen? Sozusagen die ersten Babystunden der Fotografie. Also ich kam nach New York 2001 im März. Und also den ersten Tag bin ich gleich mit der Kamera einmal durch den Central Park, aber nicht durch die Wege so, sondern quer durch, ich weiß es noch genau. Und New York war so groß und so überwältigend und ich war 27, dass ich dachte, wie fest du diese Stadt, und ich konnte nicht darüber schreiben oder sie irgendwie fassen, ich musste mir erstmal ein Bild machen. Und dann erst nach, ich würde mal sagen, dann kam der 11. September irgendwann. Da war ich dann nah dran und da habe ich Bilder gemacht und die habe ich dann auch erst gar nicht mehr großartig angeschaut. Ich wusste aber, ich habe da irgendwas gemacht. Und danach erst, ich würde sagen, es hat schon ein halbes Jahr gedauert, bis ich wirklich dafür gegangen bin. Vorher war es so ein Rantasten, also ich brauchte auch Zeit. Und wie vorbelastet waren Sie? Also Sie haben jetzt geschrieben, das heißt ja nicht, dass Sie mit Bildern irgendwie schon zurechtgekommen sind. Gab es Vorbilder oder haben Sie irgendwo sich umgesehen? Was machen andere? Also davor, klar, ich kam aus dem Journalismus, ich kannte natürlich die journalistischen Bilder, ich bin natürlich auch aufgewachsen mit Fernsehen, damals drei Programme, das dritte in Schwarz-Weiß. Es gab bei uns zu Hause auch Fotobände, das alles kannte ich, kannte Cartier-Bresson, aber ehrlich gesagt, Straßenfotografie als reine Kunstform kannte ich nicht. Und ich glaube, das war das Entscheidende in New York, dass ich nach relativ kurzer Zeit Leute kennengelernt habe, die das gemacht haben und wo ich dann dachte, wow, so kann man durchs Leben gehen, das ist möglich, das ist was, was ich ja doch selber gesehen habe, für mich selbst, das ist was. Und also die Frage ist, wieso dann diese Orientierung auf Straßenfotografie? Klingt so selbstverständlich, ist es aber für mich nicht. Ja, ich glaube, das lag ganz stark daran, dass ich bei der Zeitung, bei der ich damals in New York war, das war der Aufbau, und die hatten einen Fotografen, der hieß Patrick Becker, oder heißt Patrick Becker, der lebt nämlich jetzt auch in Berlin, und der fotografierte auf der Straße damals schon, und er hat mir auch sozusagen das vorgelebt, und ich hatte es dadurch relativ einfach, einen Zugang zu finden, und von dem war ich auch sofort angetan, weil es ging um Menschen. Es ging ja um das, was ich eigentlich sowieso vorher mit Schreiben gemacht habe, nämlich Menschen zu beobachten. Aber es kam halt noch dieses hinzu, dieses Abenteuer auf der Straße in diesem Raum New York, der so ein unglaublicher Input ist einfach. Und dann im Gespräch und dann auch durch die Bücher, die ich kennengelernt habe über ihn. Ich hatte immer das Gefühl zum Beispiel, wenn ich die Bücher gesehen habe von Winogrand zum ersten Mal oder von Robert Frank, das war wie so ein Schlüsselloch in eine andere Zeit. Und irgendwie war es dann für mich so, wie weit kann ich da kommen? Nicht ganz unwichtig bei so einer Geschichte, Sie brauchen eine Rückkopplung, das heißt, Sie müssen Bilder sehen. Haben Sie damals selber entwickelt oder gleich alles ins Labor gegeben? Nee, ich war damals, ich glaube, die ersten Sachen habe ich sogar noch ins Labor gegeben, ja. Aber irgendwann kam ich dann zum International Center of Photography und konnte dort als Teacher Assistant arbeiten. Dadurch hatte ich halt Zugang zu den Dunkelkammern und konnte dann dort selbst entwickeln, habe das gelernt, auch das Printen gelernt und auch der Umgang mit den anderen Studenten und mit den Leuten, die da arbeiten. Gab es entscheidende Leute, die auf die Bilder geguckt haben und gesagt haben, also hier, das haut man nicht so richtig hin, das könntest du besser machen, oder ging das alles eher unter ihren eigenen zwei Augen?
Nee, also da war, wie gesagt, Patrick Becker ganz wichtig. Wir haben uns ja ausgetauscht, wir sind zusammen auf der Straße gelaufen, wir haben uns über Bilder unterhalten, wir haben uns kritisiert, also er mich, und wir haben uns auch an den Meistern orientiert. Und natürlich haben andere Leute auch uns ihre oder mir Sachen gesagt, aber das war ja ein Prozess. Also ich hatte ja auch nicht gleich das Gefühl, ich muss hier. Ich hatte ja Zeit, war ja ein Anfänger, also das war Learning by Doing. Aber ich glaube, ich habe relativ schnell so einen Weg gefunden für mich, so, wie soll ich sagen, da will ich hin. Und dann habe ich das richtige Objektiv gefunden und dann kam eins zum anderen. Naja, das wäre vielleicht auch gleich mal so ein Übergang zu der technischen Ausrüstung. Und natürlich alles noch analoge Zeiten, gar keine Frage. Aber trotzdem ist ja die Kameratechnik nicht ganz davon loszulösen, von dem, was man macht. Ich muss bestimmte Ansprüche erfüllen. Und wie schnell ging das? Wie schnell haben Sie Ihre Kamera gefunden? Ich kam mit so einer alten Spiegelreflexkamera schon nach New York. Das richtige Objektiv hatte ich da noch nicht. Das war am Anfang ein Zoom-Objektiv, aber wie gesagt, nach einem halben Jahr oder so hatte ich dann auch ein 28er und dann. Gut, ich denke, wir können ja auch gerne mal über eine Marke reden, welche Kamera war es denn? Also das ist ja Das nicht. war eine Canon 500 Spiegelreflexkamera, die heißt in Amerika, glaube ich, Rebel. Und ist eine ganz leichte Kamera, deswegen habe ich sie ja wirklich auch gerne benutzt. Alle anderen haben darüber gelächelt, weil das so ein tausend Millionenfach fabriziertes oder produziertes Einwegteil inzwischen ist, sodass keiner mehr repariert, weil es einfach sich nicht lohnt. Aber ich habe damit immer gerne gearbeitet, weil sie halt so leicht ist und weil man sie immer am Handgelenk tragen kann. Und ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, nee, das funktioniert. Und vor allem so eine Leica oder so hat man immer Angst, dass was passiert. Und mit der hatte ich eigentlich immer das War Gefühl, kann schneller was kommen, ersetzbar. was will, ich werde da schon durchkommen. Sehr schön. Dann natürlich nicht ganz unwichtig, wie Sie da, oder sah es aus mit den Begegnungen mit Menschen. Das heißt, wie weit hatten Sie Probleme? Gab es Probleme? Waren die Leute bereit, sich fotografieren zu lassen? Ich vermute mal, dass es damals noch relativ einfach war, verglichen mit meinetwegen den Verhältnissen heute in Berlin. Werden wir später noch drauf kommen, aber das ist ja nicht ganz unwichtig. Wie sind die Reaktionen? Ja. Gibt es Ärger? Wie dicht sind Sie dran gegangen? Ja, also wie gesagt, ich habe mich natürlich relativ weit vorgetraut, weil ich ja das lebende Vorbild an meiner Seite hatte. Und ich habe mir dann immer gedacht, na, wenn er so weit gehen kann, so kann ich das auch versuchen. Und es ging auch sehr oft gut. Und man muss sagen, dass in New York die Straßenfotografie hat einen anderen Stellenwert. Es ist irgendwie anerkannt. Ich will nicht sagen überall anerkannt, aber wird respektiert, es wird toleriert. Natürlich kriegt man auch Ärger und dummen Spruch. Wurde, glaube ich, auch mal angespuckt. Aber ich habe auch das Gegenteil erfahren. Es gab Lacher, ich wurde angesprochen, ich soll das Bild schicken. Ich weiß nicht, ob es an meinem Alter lag. Ich war damals 27 und ich wurde eigentlich, ja, wie soll ich sagen, es wurde akzeptiert. Und es gab mir eigentlich immer das Gefühl, was du da machst, ist zwar ein bisschen weird oder so, aber cool, mach mal. Ja. Gut, dann ist natürlich die Frage, wie sieht es aus mit der Präsentation? Das heißt, wie schnell sind Sie auf die Idee gekommen, wo kann ich das zeigen, wie kann ich das zeigen? Also es gibt die einzelnen Abzüge, das ist das eine, das ist aber noch nicht der Schritt, wo es eventuell hingehen soll. Also eventuell stand gleich schon mal eine Idee eines Buches im Raum und Sie wollten ein Buch machen oder was war Ihre Idee? Nein, also es war ja von vornherein so, dass ich eigentlich nur für ein Jahr in Amerika war. Das Jahr war dann durch den 11. September relativ fix um und auch davon geprägt und mein Stipendium lief aus und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, das war's jetzt und dann bin ich halt zurück. Es ging halt nicht anders, sonst hätte ich arbeiten müssen, glaube ich, 5 Tage die Woche und hätte kaum noch fotografieren können. Aber ich muss sagen, das allererste Mal geprintet habe ich ganz am Schluss, als ich dann wusste, ich fahre jetzt im Juli 2003, es geht wieder zurück, ich kaufe mir ein Ticket, da haben wir nochmal geprintet. Genau, also als ich wiederkam, bin ich dann mit meinem New York-Portfolio, das relativ begrenzt war in seinem Umfang, bin ich dann hier in Berlin erstmal losgelaufen und habe das ein paar Leuten gezeigt. Aber die Resonanz war relativ verhalten. Alle haben gesagt, schöne Bilder, machen Sie mal weiter. Aber wie ich weitermachen kann oder soll oder in welche, also dann kannte ich aber natürlich die alten Leute aus dem Journalismus und die haben natürlich auch, wie soll ich sagen, die konnten damit auch wenig anfangen, weil das war ja was ganz anderes. Und man stand da zunächst erstmal so ein bisschen verloren. War mir am Anfang auch gar nicht klar, kann man das überhaupt machen? Also A,
lassen die Leute ein oder B, wie soll man sich denn finanzieren, wenn man das denn machen will und so weiter und so fort. Und es gab ja auch kein ICP mehr, also keinen Hafen, wo man sozusagen so Gleichgesinnte hatte. Also man war ja wirklich dann hier alleine und ich war ja nicht hier ausgebildet, also ich kannte hier kaum jemanden. Und dann nach vielen Jahren kam das dann irgendwie, dass Dinge immer reifer wurden, auch klarer, dass Sachen reif sind zum Veröffentlichen vielleicht, aber da hatte ich immer noch keine Präsentationsform. Die kam dann erst 2011, nachdem ich von Uwe Jonas ins Studio im Hochhaus für eine Artist in Residence in Berlin als Berliner eingeladen wurde, was auch schon ein seltsamer Zufall war oder eine schöne Kombination. Auf jeden Fall, der hat von allen seinen Stipendiaten da sozusagen so ein Booklet gemacht, so ein Heft gemacht. Und ich habe das gesehen und es passte, weil dieses Postkartenformat einfach schön war. Die Bilder haben in das Format gepasst, es wollte nichts. Er hat davon 1000 Stück produziert, ich habe davon ein paar hundert gekriegt und ich konnte die sozusagen verteilen. Ich konnte die in der Kneipe gegen Bier eintauschen, ich konnte die Leuten in den Briefkasten stecken, ich konnte sie aber auch in den Umschlag stecken, jemandem schicken für 1,50 € oder so. Das war portomäßig alles kein Problem und gleichzeitig konnte man seine Sachen wunderbar streuen. Und und dann irgendwann habe ich gedacht, Mensch, das jetzt ein Buch, klar würde man das gerne machen vielleicht, aber was ändert sich dadurch? So kann ich erstmal publizieren und dann habe ich gedacht, machen wir noch eins. Ja, und irgendwann habe ich dann das Gefühl gehabt, naja, vielleicht kriegt das ja einen eigenen Wert, wenn man sozusagen damit fortfährt. Und irgendwie habe ich dann gedacht, das passt eigentlich ganz gut zur Straße auch. Ja. Weil das eben so einfach ist und weil das eben so günstig zu produzieren ist und weil das auch so, weil es nichts will. Wenn man jemandem jetzt was schenkt und es ist ein Buch für 30 Euro, dann hat das so eine Bedeutung und der andere fühlt sich fast ein bisschen schon genötigt. Genau, und man kann es auch nicht mitnehmen in die Kneipe. Und schon gar nicht 3-4 Exemplare, aber so konnte ich 3-4 haben und hier, du willst das. Ja. Gut, also an der Stelle, glaube ich, sollten wir dann einen weiteren Aspekt hier mit ins Spiel bringen, und zwar den Aspekt Archiv. Das heißt, aus all dem, was Sie gesagt haben, geht das schon hervor. Sie haben schon eine ganze Menge an Bildern liegen gehabt und die Frage stand ja, denke ich, sehr schnell dann auch im Raume, kann man von dem Material, was ich da habe, was einbauen, wie gehe ich damit um? Das heißt, sie produzieren neue Bilder, aber gleichzeitig ist das Archiv da und es gibt eine Beziehung zwischen beiden, wie ich denke. Ja, also ich gehe eigentlich, von Beginn an bin ich auf die Straße gegangen, schon in New York und auch später in Berlin, ohne ein Ziel, ohne eine Einordnung, was ich jetzt da heute fotografieren will oder für was ich jetzt irgendwas fotografiere. Ich habe erstmal alles irgendwie so fotografiert, was mich interessiert hat, was ich gesehen habe. Man fängt dann an, andere Ordner aufzumachen und schmeißt das erstmal so zusammen. Und irgendwann kristallisiert sich sowas raus wie Berlin ohne Menschen, dann so die besten Mitmenschen, wo starke Situationen sind, dann die abstrakten Bilder. Und aus diesen einzelnen Richtungen, die dann immer klarer wurden, haben sich dann die Booklets entwickelt. Ja, es ist ja auch die Orientierung. Das heißt, also so ein Booklet muss ja irgendwo so einen roten Faden bekommen, in der Art, dass es da irgendwie eine Stringenz gibt. Es gibt die Booklets, zum Teil rein schwarz-weiß, zum Teil gemischt, zum Teil nur Farbe. Also nochmal diese ganze grundsätzliche Problematik. Was bedeutet für Sie schwarz-weiß im Verhältnis zur Farbe und umgekehrt? Am Anfang war ich auch auf schwarz-weiß. 10 Jahre lang habe ich schwarz-weiß gemacht. Und schwarz-weiß ist sehr gut, finde ich, für den Anfang, weil man wirklich klar sieht. Ja. Es geht dann um die Komposition, um die Formen, um die Linien. Und die kommen ganz klar zur Geltung. Ja. Ja, lassen wir uns aber jetzt noch mal etwas expliziter auf die Straßenfotografie kommen, wie sie jetzt sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Mit welchem Blick gehen Sie heute los? Lästig, können Sie das beschreiben? Das heißt, was ist da bewusst, was ist unbewusst? Wie intuitiv sind Sie? Wie sind Dinge, die Ihnen quasi über die Ratio oder über die Vernunft entgegenkommen? Oder wie funktioniert es? Wie müssen wir uns das vorstellen? Die besten Bilder mache ich eigentlich immer, wenn ich sozusagen gut drauf bin. Also wenn ich Freude habe, draußen zu sein, wenn ich Freude habe, wenn die Sonne scheint, wenn die Sonne muss nicht komplett scheinen, es dürfen auch Wolken, darf auch regnen, aber ich muss gut drauf sein und sagen, ja, so soll es sein, lass uns Fotos machen. Und wenn ich dann laufen kann, wandern kann, das ist im Fluss, ich weiß gar nicht, das ist so, aber es ist auch spielerisch und es ist... ja, es ist passiert. Besser kann ich es, glaube ich, nicht sagen. Woher kennen Sie das Leben, dass Sie das Leben fotografieren können?
Ja, ich meine, ich natürlich ist da auch irgendwo. Gesagt, woher nehmen Sie Ihre Sicherheit, dass Sie das Leben kennen, um es fotografieren zu können? Naja, ich behaupte gar nicht, dass ich das Leben kenne und andere nicht. Ich glaube, alle, jeder kennt das Leben so, wie es zu ihm spricht. Und ich kann nur sagen, ich sehe das, was mir begegnet und versuche das irgendwie zu übersetzen in. Nein, mir fällt in dem Zusammenhang nur jetzt beispielsweise Lisette Wodell ein, also auch eine der wichtigen amerikanischen Straßenfotografinnen, die mal gesagt hat, also wenn ich jemanden fotografiere, der da auf der Straße liegt, dann muss ich mir auch vorstellen können, ich könnte selber auf der Straße liegen. Und insofern ist das, was ich mit Empathie eben meinte. Und ich kenne Ihre Bilder jetzt so gut, dass ich sagen kann, Sie haben ja immer wieder Personen, die wirklich buchstäblich auf der Straße liegen, sind auch jetzt in dieser Serie ein paar dabei. Und insofern ist das ja eine Frage, wie gehe ich damit um? Wie fotografiere ich das? Soll ich das fotografieren? Darf ich das fotografieren? Ist das opportun? Trete ich denen zu nahe? Wie auch immer. Also wie sind da Ihre Überlegungen? Ja, also grundsätzlich denke ich, man darf eigentlich alles fotografieren, zumindest im öffentlichen Raum, weil es geht uns ja irgendwie alle an. Warum muss ich vor irgendwas sagen, das geht aber nicht, das darf niemand sehen oder das gehört ja auch zum Leben. Ich möchte gar niemanden bloßstellen, aber ich möchte schon auch zeigen, was auf der Straße Sache ist und was passiert. Aber ehrlich gesagt, es geht nicht um die einzelne Person, sondern es geht um, die Person ist mehr oder weniger im besten Falle Symbol für einen, der da niederliegt. Und wir kennen alle diese Momente. Und da geht es dann eher auch nicht darum, diesen Menschen jetzt zu fotografieren, sondern es wird für mich eigentlich eher spannend, wenn da einer liegt und dann dort einer lacht und dahinter einer die Fahne schwingt und wenn das alles, diese Komposition und da alles auf einem Bild passiert, dann wird das Bild, glaube ich, erst richtig kraftvoll, und weil das eben alles das Leben ist und alles irgendwo gleichzeitig da ist. Ich nehme mal das letzte Stichwort auf, Komposition, Bildkomposition, auch so ein Punkt. Also das heißt, Straßenfotograf sind Sie abhängig von dem, was passiert. Sie können nicht sagen, so, man geht mal ein bisschen weiter nach links, du musst mal sehen, dass du in den goldenen Schnitt kommst oder sonst was, sondern die Dinge passieren. Also die Frage ist, wie gehen Sie mit der Form um, anders gesagt, wie kriegen Sie das in den Griff? Also ich bin ja abhängig von dem, was auf der Straße passiert, und dadurch ist natürlich das Bild schon mal relativ, also ich kann ja nicht die Situation nehmen und sagen, ich hätte jetzt gerne einen anderen Hintergrund. Nee. Aber man kriegt doch einen anderen Hintergrund, wenn man um die Situation rumgeht manchmal. Man hat aber auch nach fast 20 Jahren genug Erfahrung, um zu warten, bis sich eine Situation vielleicht doch aufbaut oder verändert. Manchmal ist es auch gut, einfach zu sehen, da ist was, aber man geht durch, macht noch eine Runde um den Block, würde ich sagen, und kommt nochmal nach, was weiß ich, ein paar Minuten zurück und die Situation hat sich verändert, ohne dass man jetzt darauf gewartet hat. Das sind alles so Ansätze, und dann denke ich, wenn es dann darum geht, dann, dass das sozusagen der Impuls kommt, dass ich denke, da ist jetzt irgendwo das Foto, dann muss man auch mutig sein und es einfach machen. Und ich glaube, die Komposition, die ist irgendwie beim Autofahren, denkt man auch nicht über jeden Handgriff nach. Man hat schon so ein gewisses Gespür, wo die Fluchtlinien sind. Natürlich, wenn man einen perfekten goldenen Schnitt hinkriegt, aber darüber denke ich eigentlich gar nicht nach. Ja, passiert. Wie konsequent gucken Sie durch den Sucher, oder geht es auch ohne Sucher einfach durch? Ja, also hinhalten. Am besten schon durchgucken. Also ich habe schon den Anspruch, durchzugucken, die Kamera hochzunehmen und zu sehen, was ich fotografiere. Aber manchmal geht es wirklich zu schnell. Dann muss man auch mal sagen, es geht auch ohne. Es ist ein Versuch. Ja. Wie leicht, wie schwer ist es in Berlin auf der Straße zu fotografieren? Also ich muss sagen, das hat sich, es war mal eine Zeit lang ziemlich schwer, finde ich. Da gab es relativ viel Ärger. Ich bin mir aber nicht sicher, inwieweit das auch mit dem eigenen Zustand so zusammenhängt. Also es gibt ja auch Phasen, da hat man es im Leben leichter und manchmal hat man es auch nicht ganz so leicht. Und wenn man dann auf die Straße geht und man will zu viel, dann ruft das Leben halt auch zurück. Wenn man aber, glaube ich, entspannt ist, dann geht das in Berlin eigentlich ganz gut. Ich denke, dass dass jetzt alle fotografieren und überall Kameras sind, auch Überwachungskameras und die Leute, die vielen Touristen, die alles gefilmt. Dass man fast zu so einem Punkt kam, wo irgendwann Leute gesagt haben, naja, es wird alles gefilmt, und dann auch gesagt haben, ob er jetzt ein Bild von mir gemacht hat oder nicht, was soll's. Aber da ich ja sowieso am meisten auf
ganz beliebten Plätzen fotografiere. Also ich gehe ja wirklich zum Alexanderplatz viel, dann zum Zoo, dann gehe ich die großen Straßen, klar auch mal Seitenstraßen, aber in der Regel, also mich interessiert ja das Leben. Ich suche wirklich, ich gehe dahin, wo was los ist. Und wo man mehrere Leute auf einem Bild hat und bekommt, das geht ja auch sehr schnell, also bist ja in der Bewegung, aus der Bewegung heraus, dann hat man, also ich habe dann kaum Ärger in den meisten Fällen. Und naja, weil meine Erfahrungen sind, dass die Leute alle heute im Grunde genommen mit dem Urheberrechtsgesetz unterm Arm herumlaufen und einem sofort erzählen, was also darf, was man darf und was man nicht darf. Also Stichwort Recht am eigenen Bild. Wenn es dann Ärger gibt, habe ich immer ein Booklet dabei, ich kann mich erklären, ich erkläre das dann auch, ich laufe nicht weg oder so, sondern sage ich, was ich mache, und das wird meistens auch gut aufgenommen. Und wenn es dann wirklich Ärger gibt, ich brauche kein Bild, es geht nicht um ein Bild. Wenn einer absolut sagt, ich will das nicht, dann respektiere ich das, und im Notfall kann man bei einer analogen Kamera die Klappe aufmachen, also dass das Film belichtet wird, und macht sie wieder zu, dann ist Ruhe. Ja, gut. Ja, lassen wir uns dann mal, denke ich, zu Ihrer aktuellen Arbeit kommen, die jetzt auch hier zurzeit zu sehen ist. Es ist genug Angst für alle da. Ein Titel, der sich aus einer Beschriftung an einer Wand ergeben hat. Ich würde ganz gerne mal ein bisschen auf diese Arbeit zu sprechen kommen. Wie schon bekannt geworden ist, haben Sie dafür eine andere Kamera wieder genommen, eine alte Olympus Pen D, die also, wenn ich das kurz erklären darf, ein Halbformat ist, also nicht klein mit Format 24-36, sondern 18-24, damals von Olympus als quasi populäre Kamera entwickelt. Pen steht für Pen, wie man ihn auch als Schreibstift nimmt, sollte jeder haben, die Kamera. Lassen wir uns mal auf diese Geschichte kommen. Also Sie waren, um das kurz zu sagen, in Köln, haben dann noch Karneval fotografiert. Während der Zeit ging das mit Corona los, und Sie kommen zurück und überlegen, was Sie machen, und so wie ich das weiß, sind Sie losgezogen, sofort als die entsprechenden Veränderungen sich auf den Straßen bemerkbar gemacht haben, etc. Diese Erkrankung ist eine milde Erkrankung. Die ist im Prinzip für den Einzelnen gar kein Problem. Also wenn ich eine Erkältung kriege, dann werde ich das nicht nur überleben, sondern ich werde im Normalfall sogar relativ wenig davon merken. Das Coronavirus verbreitet sich in Deutschland immer schneller. Die Zahl der Infizierten, die offiziell erfasst sind, hat inzwischen die 20.000-Marke überschritten. Niemand weiß, wie lange wir unser gewohntes Leben einschränken müssen. Niemand weiß, welche Schritte noch nötig sein werden. Denn jeden Tag erfahren wir aus der Medizin und Wissenschaft Neues über das Virus, müssen neue Entscheidungen treffen, die oft nicht leicht fallen. Der Winter war ja nun gerade vorbei, und jetzt kam ja der Frühling und die Sonne, das Frühlingslicht und alles. Und ich finde sowieso diesen Vorfrühling oder frühen Frühling, den finde ich immer sehr belebend und sehr schön auf der Straße. Und ich musste raus, und ich bin raus, und ich habe dann gemerkt, ich stehe da alleine, aber das war ja auch erstmal interessant. Also ich muss sagen, es war natürlich krass, was so los war, also dass keiner da war. Ja. Aber irgendwie war es natürlich auch einmalig, weil wann hast du das? Ja, kommt selten vor. Und ich war ja auch aufgeladen vom Karneval, und ich war auch noch irgendwie, ich war gut drauf. Und klar, dann mit ein bisschen Vorsicht und Leuten ausweichen, man weiß ja nie, was jetzt eigentlich so da los ist. Ja, es hat ja so ein bisschen die Angst passiert. Genau, aber es war ja wirklich kaum jemand draußen, und dann bin ich halt gewandert, und es war ja dann nicht so, dass man hätte zum Alexanderplatz oder zum Zoo gehen können und da wäre was los gewesen, da stand man ja genauso wie überall sonst auch alleine. Von daher habe ich dann gedacht, okay, dann das Beste, was ich jetzt machen kann, ist einfach zu wandern. Also wirklich diese Stadt mir nochmal neu anzugucken, und das habe ich dann gemacht und habe dann die ersten Tage sogar mit der Canon fotografiert. Da habe ich gemerkt, das geht nicht, weil das ist halt ein Weitwinkel in dieser Leere, wo nichts eigentlich los ist. Das ist irgendwie unspannend für Fotos. Da habe ich relativ schnell die Pen D genommen, habe aber selbst mit der noch die ersten Tage fotografiert, ohne zu merken, dass ich eigentlich immer auf derselben Stelle fotografiere, weil der Film gerissen war. Bis ich dann irgendwann nachts aufgewacht bin und gedacht, so, das kann eigentlich gar nicht sein, dass der immer noch nicht voll ist, dieser 72-Foto-Film. Und hab den dann rausgeholt und einen neuen Film eingegeben. Dann ging es erst richtig los. Da war eigentlich schon eine Woche Corona vorbei, aber ja. Dann ging es los. Und es hat ja lange genug gedauert, insofern war noch Zeit. Genau. Und dann
Dann war ich ganz überrascht über die ersten Ergebnisse, weil zufällig, dass ich so eingerichtet hatte oder so kam, dass manchmal zwei Bilder sehr gut gepasst haben. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich eine schöne Idee, die Leere sozusagen zu überbrücken. Also auf der einen Seite die Leere und ein anderes Bild dann mit irgendwas von der Wand oder so zu kombinieren, weil ja zum ersten Mal auch wirklich die ganzen Wände wirklich vor mir lagen, mhm, zum Anschauen und die ganzen Graffitis und alles so richtig zur Geltung kam. Und dann habe ich mir gedacht, was war mein letztes Bild? Was bräuchte ich jetzt eigentlich? Was könnte dazu passen? Und aber jetzt ohne genauen Plan, das muss jetzt sein, aber dann immer offen zu sein für etwas, was vielleicht passen könnte. Mhm. Und ich habe dann angefangen, sozusagen Domino zu spielen mit der Kamera, mit mir. Und das hat mich ganz gut wachgehalten und hat mir auch Freude gegeben. Und ich war irgendwie ganz, ja, beseelt von dieser Idee, dass ich was Neues habe. Also das Neues nicht, aber was für Spaß macht. Naja, doch, ich denke schon, dass das was Neues ist, denn Straßenfotografie lebt ja im Prinzip bisher von Einzelbildern. Das heißt, es kann ganze Strecken geben über bestimmte Themen, aber die Bilder stehen für sich, die kann man austauschen, eins vor, eins zurück, das macht keinen Unterschied. Also was mir jetzt auch so durch den Kopf geht, das hatte ich mir bisher so gar nicht klar gemacht, also das ist dieses Format, ist ja Hochformat. Ist ja schon mal in dem Sinne eine ganz klare Ansage. Bei Straßenfotografie kann man sich entscheiden, mache ich Hochformat, mache ich Querformat, in diesem Fall ist es immer ein Hochformat. Und die Grundregel sagt schlicht und einfach, ein Querformat ist ein Horizont, ist im Prinzip eine Landschaft. Und ein Hochformat ist ein stehender Mensch, ist das Vertikale. Und das, was jetzt in den Bildern stattfindet, es entstehen vier Hochformate, also im Prinzip vier Porträtformate oder Bildnisformate stehen nebeneinander. Aber durch das Nebeneinanderstehen kriegt das wieder einen Panoramacharakter. Panorama jetzt auch in der Vielschichtigkeit. Panorama ist vielschichtig. Und das ist jetzt sozusagen das, was sich in den Bildern durch die Addition ergibt. Oder anders gesagt, wie geht das Editieren? Das ist ja auch, ich gehe mal davon aus, nicht alle Bilder, die fotografiert werden, sind flüssig und gültig. Insofern muss eine Auswahl getroffen werden, wie immer schon, ja, vorher. Genau. Ja, also ich habe mir da auch relativ viel Freiraum gelassen. Es ist jetzt oft so, dass, weil ich die Dinge ja scanne und die Sachen, die ich scanne, sind natürlich zeitlich aneinander. Und wenn ich da eine Kombination habe, die gleich mal so funktioniert, dann nehme ich die einfach mal so. Mhm. Und wenn die nach 3 Tagen immer noch funktioniert oder nach einer Woche, dann lasse ich die oft auch so. Und ich könnte jetzt alle anderen Kombinationen, die es da vielleicht noch gibt, auch noch durchspielen, aber mache ich vielleicht nochmal, aber jetzt habe ich dafür noch keine Zeit. Aber das ist, wenn so ein Viererblock irgendwie funktioniert, ich finde zum Beispiel hier bei Es ist genug Angst für alle da, das Titelbild, da funktioniert es, glaube ich, ganz gut. Warum sollte man sowas dann noch auseinanderreißen? Das ist irgendwie, steht für sich. Ja, vielleicht zum Schluss nochmal eine Geschichte, die nochmal auf das Thema, wie geht man jetzt mit dem Material um, zurückkommen soll. Bisher gab es die Booklets, jetzt gibt es hier eine Ausstellung, die jetzt auf eine bestimmte Weise die Arbeiten, wie ich finde, erstmal publik macht. Das muss aber ja nicht die letzte Form der Veröffentlichung sein. Das heißt, gibt es da Überlegungen, wie das Material eventuell noch später weiter in die Öffentlichkeit gebracht werden soll und kann? Nein. Oder? Ja, also ich da... Keine Buchform? Alles möglich, aber das ist noch nicht, steht noch nicht irgendwie auf dem Zettel oder irgendwo. Das ist, wenn es sein soll, wird es passieren. Und wenn es einen Raum gibt, der zu bespielen ist und man hängt die Bilder anders, weil sich das anders anbietet und das gefällt oder beziehungsweise es macht, es ist schön, es passt, kann ich mir auch alles andere vorstellen. Aber ich finde erstmal, dass diese Form ganz gut passt hier und auch erstmal so für die. Für eine erste Präsentation und ich glaube, damit kann man arbeiten, da kann man weitergehen, mal gucken, wo man da landet, aber das ist alles Zukunft. In der Tat ist es doch so, dass sich in der Arbeit entwickelt sich die Geschichte. Das heißt, man merkt, wo sind die spannenden Punkte, wo wird es interessant. Das heißt, aus dem, was man selber sich da erarbeitet, gibt es eine Folgerung, die sagt, das ist jetzt der Punkt, wo es noch interessanter sein könnte. Also das nächste Mal in die Richtung. Gibt es solche Überlegungen? Ich glaube halt, dass man Landschaften einbauen kann. Also wenn man wirklich mitdenkt, dann kann man natürlich auch so fotografieren, dass man halt wirklich so eine Landschaft aufstückelt und zusammenstellt und zusammenbaut und dann wieder, also da ist viel möglich, glaube ich, noch. Und mal gucken, wie weit man da kommt, aber es muss gar nichts. Es ist eigentlich, wie gesagt, je freier, desto besser, glaube ich.
wäre schade, wenn es bei dieser Ausstellung bliebe und die Bilder nicht an anderer Stelle noch weiter, sag ich mal, ruhig gewertschätzt werden. Also nach meinem Dafürhalten sind diese Bilder ein hervorragendes Zeitzeugnis unserer Corona-Zeit. Ich meine das nicht als Dokumentation, den Begriff will ich ja gar nicht verwenden, sondern es geht darum, dass das etwas in den Bildern wiedergibt von dem, wie die Lebenssituation in diesen Tagen und Wochen und Monaten gewesen ist. Und insofern gehörte diese Arbeit nach meinem Dafürhalten in die einschlägigen Sammlungen, also von der Berlinischen Galerie angefangen bis zum Deutschen Historischen Museum, wo es hinpassen würde. Hier geht es ja weiter, das heißt also der Rahmen, der hier gesteckt wird, geht viel, viel weiter und ist auch als Assoziationsraum viel größer als so eine, im weitesten Sinne, ich nenne das jetzt in Anführungszeichen, gemeinhin Dokumentation, nicht, dass jemand losgeht und fotografiert jetzt hier 5 Graffiti, dann geht er auf die Straße, die ist leer. Das ist alles gut und schön, aber es hat mit der, sag ich mal, der Dichte, die diese Arbeit jetzt hat, überhaupt nichts zu tun. Das ist eine andere Sprache und sie ist wesentlich wahrhaftiger als das, was man bei einer traditionellen Dokumentation erreichen würde. Das heißt, also hier ist eine Dichte und eine im weitesten Sinne schon fast eine Überhöhung drin, die so in der Form mit einer reinen Dokumentation nicht zu haben ist. Und insofern ist das eben auch die Leistung von, in dem Fall also von Holger Biermann, der hier eine Arbeit vorlegt, die viel weiter geht als das simple Dokumentieren. Das ist für mich der Kern der ganzen Geschichte und vielleicht kann man das auch als Schluss hier auch mal sozusagen als Schluss nehmen, wenn es erlaubt ist. Das sollte es dann gewesen sein. Dieses war eine Aufzeichnung und keine Aufzeichnung irgendwo, sondern ganz klar im Super Live Kiosk.